Comedy, Theater und Musik. An diesem Wochenende wird garantiert keine Langeweile aufkommen. Denn das zweite Novemberwochenende kommt mit zahlreichen Veranstaltungen in der Umgebung daher und verspricht ein abwechslungsreiches und buntes Programm für Jung und Alt. Ihr möchtet gerne wissen, was es in den nächsten Tagen zu erleben gibt? Dann bleibt dran beim WSR-Wochenende. Guten Tag, ich bin Antonella Mollowitz. Ein besonderes Highlight verspricht an diesem Wochenende die Veranstaltung mit dem Bauchredner Tim Becker, der am Freitag, den 8. November um 19.30 Uhr nicht nur sein Programm mit im Gepäck hat, sondern auch zahlreiche Puppen. Alte Hasen wie Karl Nienchen oder die Ratte Konstantin Opel, aber auch neue Gesichter wie die Pizza oder die Schnecke sind mit auf Tour und sorgen für einen unterhaltsamen und witzigen Abend der Extraklasse. Das Figurentheater findet im Foyer der Residenz Stadthalle in Höxter statt. Freunde des Theaters und Schauspiels dürfen sich an diesem Wochenende, den 9. und 10. November, rot im Kalender markieren. Am 2. und 3. Novemberwochenende führt das Theaterensemble Team Q Theater im Kuhstall den Science-Fiction-Klassiker Die Zeitmaschine von H.J. Wells auf und nimmt Besucher und Besucherinnen mit auf eine ganz besondere Zeitreise. Die Premiere ist am 9. November um 19 Uhr im Kuhstall in Ottbergen. Weitere Aufführungen finden am 10. sowie am 15. und 16. November jeweils um 19 Uhr statt. Auch musikalisch wird an diesem Wochenende einiges geboten. Peter Kellin ist am 8. November ab 20 Uhr zu Gast in Portenhagen-Dassel. Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen sich auf keltisch angehauchte Balladen und Instrumentalmelodien freuen. Der Folkmusiker ist mehr als 35 Jahre als Singer und Songwriter auf unzähligen deutschen, europäischen und US-amerikanischen Bühnen zu Hause. In Kooperation mit der Gaststätte zur Goldenen Glocke in Portenhagen-Dassel wird der Künstler sein Können zum Besten bringen. Auch die Kinder kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz und können sich bei der Kinderdisco in Höxter mal so richtig austoben. Die Veranstaltung verspricht einen fröhlichen und musikalischen Nachmittag mit Spiel, Spaß, Mitmachaktion und mitreißender Kindermusik. Die Residenzstadthalle in Höxter verwandelt sich am Sonntag, den 10. November, von 15 bis 18 Uhr zu einer glänzenden Disco für Kita- und Grundschulkinder. Ein Highlight des Tages ist der Auftritt der Tanzschüler von Benny's Dance School. Das waren unsere Tipps fürs Wochenende. Die WSR-News für diese Woche findet ihr hier. Und alle weiteren Videos und unsere spannenden Dokus, die findet ihr hier. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und folgt uns auf Facebook und Instagram. Ich verabschiede mich und wünsche euch ein schönes Wochenende.